Wir schreiben den nächsten Tag, den 24. Zar. Und Kiaras ist derjenige, der jetzt mit einem freudestrahlenden Gesicht in das Kontor der Helden einläuft und wie selbstverständlich nach oben in den Versammlungsraum geht. Das Schiff wird gerade von einigen Sklaven, nennen wir sie das, was sie sind, und in den Hafen gezogen, beziehungsweise in euer Dock, damit sie dann mit dem Einlaufen oder Eintreffen von Kiaras etwas zu tun bekommen. Und dementsprechend die Besatzung wie Porquum werden sich dann dort unten versammeln, während ihr dort oben alle beisammen sitzt. Ah, Kiaras. Tatsache, dass draußen ein Schiff herangezogen wird, deutlich mal als Hinweis darauf, dass ihr das Geld nicht alle versoffen habt. Guten Morgen. Nein, natürlich nicht. Und es mag zwar noch nicht nach viel aussehen, aber ich sehe durchaus Potenzial in dem Schiff. Ja, dann schauen wir uns doch da mal die Perle an. Sie Ja. wird einiges an Arbeit brauchen, aber mit diesem Dock hier mehr als genug. Was ist es denn, eine Leucher? Ja, eine Leucher. Viel mehr war leider nicht drinne. Es ist Was eine ist eine Talucke, Leuche? aber das, Eine Leuche Prinzipiell ist eine andere Bauweise. Eine Talucke hat einen anderen Rumpf nochmal, aber wie gesagt, eine einmastige kleine Talucke. Also, ja, rauskommen. Eure Leucher hat aber einen interessanten, sehr taluckenartigen Baustil. nee, Kiaras hat genug Seefahrt, der weiß das. Der hat sich dann verbessert. Hübsch bemalte sie auch. Nein, noch nicht. Ist noch nicht. Ah, okay, Natürlich nicht. Das ist ich dachte, ein er hätte das direkt stinkendes schon machen Schiff, lassen. was aus Tangfeldern rausgezogen ist, nachdem es da vielleicht sogar 50 Jahre drin steckte. Es stinkt, es ist morsch, grüner Bewuchs, von unten Muscheln kleben dran. Das ist eine absolute Schweinerei. Und der ehemalige Name wurde noch einmal mit roter Farbe jetzt überpinselt. Genau, und ein paar Runen dran gekritzelt in Tulamidisch. Aber das Schiff ist. Ja, reicht für zwei Fahrten. Wie viel habt ihr dafür nochmal bezahlt? Ein Spottpreis, wirklich. 800 Dukaten. Ich schätze mal ein, wie viel Arbeit wir da noch reinstecken müssen, damit wir damit zur Arche kommen. Ihr könntet losfahren, das ist eine Zumutung und zwei Fahrten überlebt das Ding, ja, aber mit 3 Wochen Arbeit und eine Menge Holz kann man das hinkriegen. Selbst Celeste wird uns anfluchen, wenn wir ihr das Ding zum Fressen vorsetzen. Zum Fressen? Zum Fressen. Ich guck dich ratlos an. Kleinigkeiten, euer Gnaden, wie sieht's aus? Eine Reparatur würde ein paar Wochen dauern. Und ich fürchte, wir können uns die Söldner nicht so lange leisten. Kann uns nicht so lange leisten. Also, kommen wir damit zur Arche oder nicht? So, ihr werdet dann zur Arche kommen, ja. Und auch wieder zurück hierher. Und dann könnt ihr es reparieren. Das wird sich zeigen müssen. Gut, macht das Ding seetauglich. Wir legen Hi. alsbald ab. Welche Position werdet ihr denn jetzt nun bei uns bekleiden, Jaras? Nun, das solltet ihr den Captain fragen. Da bitte hin. Nun, Kiaras, der war ja nun bereits in Aktion erlebt, aber was könnt ihr denn auf dem Schiff? Oh, durchaus vieles. Wie gesagt, ich bin durchaus bewandert in der Navigation. Auch ein wenig in der Kartografie selbst. Sprich, wenn ihr alte Karten habt, kann ich sie durchaus modernisieren. Außerdem bin ich es gewohnt, einfache Matrosen zu kommandieren. Und auch im Gefecht und Entermanöver habe ich Erfahrung. Das ist Einfache gut. Matrosen haben wir leider nicht an Bord, aber Intern? Hi. Auch auf Ja, eurem doch, ein jemanden hier paar auf dem. Matrosen habt ihr noch. Also würde Genau. reichen, um das ganze Schiff wieder zurück nach Kutjub zu segeln. Das würde funktionieren. Auch vor allem jemanden, der auf dem Deck Ordnung hält, wenn ich gerade nicht da bin. Oder unpässlich. Oder tot. Das ist kein Problem. Er vertraut sich um, wo Romilly ist.
Omeli ist gerade noch nicht anwesend. Ihre Hochwohlgeboren hatte angesprochen, dass wir nun die Disziplin unter denjenigen, die nicht zu den Söldnern und durch ihre Hauptmänner diszipliniert werden, wir hier etwas stärker durchgreifen müssen. Ja, ich hatte schon gehört, dass mit Disziplinierung ihr einige Probleme auf dem Schiff habt. Ja, da wird aber jetzt ein anderer Wind wehen. Ich hoffe, dass der Tod ihrer Exzellenz Priorini ein hinreichender Ansporn für die Mannschaft ist, sich etwas mehr am Riemen zu reißen. Nun, aus meiner Erfahrung, ich kann natürlich nur sprechen, wie es in unserer Flotte gehandhabt wird. Meine frühere Position war erster Mat auf der Buron-Sichel. Und für gewöhnlich wurden Meuterer oder Leute, die ihren Schiffskameraden in den Rücken stechen, mit der Peitsche bestraft. Oder gar mit Kielholen. Und wenn man sich einem direkten Befehl widersetzt, einem Befehl, der dann zum Tod einiger Kameraden führt? Nun, wenn es zum Tod der Kameraden führt, ebenfalls die Peitsche. In ganz extremen Fällen werden sie sogar ausgesetzt auf dem offenen Meer. Doch leichte Vergehen werden für gewöhnlich damit bestraft, dass sie unten in Rumpf eingesperrt werden. Wir sollten uns vielleicht eine Nachhilfestunde von Ratar al-Salien geben lassen. Der hatte seine Männer ja gut im Griff. Bin nicht davon begeistert, Hasswolf auspeitschen zu lassen. Hasswolf kümmern wir uns, wenn wir da sind. Aber wo ihr gerade vom ersten Mart spracht, sollen wir Ogdan nach Ogdan sehen oder wird er länger im Tempel brauchen? Ja, in der Tür steht Ogdan und zwar zusammen mit Romedy. Beide haben sich wohl gerade ein paar Brezeln in den Mund gestopft und mit vollem Mund. Señores, Señorita, ich bin wieder da. Ogdan lächelt, obwohl sie noch sehr erschöpft wirkt. Klaus wird Ogdan in den Arm schließen. Gut, dass du da bist, erster Mart. Señore, mir ging es nie besser. Das wollte ich hören. Ich muss sagen, ich fühle mich noch etwas steif, aber das meine ich nicht meinen Penis, aber nun, wir können wieder zurück. Wie auch immer wir hierher gekommen sind nach Kuntium, aber ich bin wieder einsatzbereit. Ich meine, euer Gang wirkt noch ein wenig holzig. Sí, Señor. Buen Trabano. Gut. Sorgt dafür, dass die Nussschale hinter mir in Ordnung kommt. Wir wollen ablegen. Ogdan sagt, ich hätte da noch eine Frage. Señorita. Könnt ihr euch an irgendwas erinnern, was dazu geführt hat, dass ihr so mitgenommen wart? Señorita, ich habe einen... ich würde niemals jemand von meiner Mannschaft pfeifen. Und deswegen werde ich darüber schweigen. Immerhin wurde ich dafür bezahlt. Aber ich kann mich an alles erinnern, Señorita, an alles. Also war es kein Zufall, dass ihr beinahe von uns gegangen wärt. Ihr meint, einer eurer Kameraden hat euch in ein Holzstück verwandelt? Señor, wer auch immer ihr seid, aber ich möchte nichts dazu sagen, also auch keine Kameraden belasten, ich sage einfach gar nichts. Ogdan. Senior Kapitan. Wenn außer Kontrolle geratene Magier an Bord herumlaufen, die Leute in Holz verwandeln, müssen wir das wissen. Sí, Senor, dann werde ich euch darüber informieren. Gut. Also gut, ich habe gesehen, ihr habt ein neues Schiff gekauft. Das ist gut. Was machen wir mit der Dämonenarche? Wird sie vernichtet? Nein. Wir fahren damit zur Dämonenarche und sehen dann, was wir damit machen. Sí.
Ich verstehe. Comprende. Also gut, dann brechen wir auf, oder worauf hattet wir? Hat jeder alles? Natürlich. Gut, dann alle Mann an Bord. Ja, wenn ihr dann nach unten geht, Borgwurm schaut sich das gerade an. Ich könnte hier noch etwas sägen. Hier die Plankenstücke austauschen, aber das wird etwas Zeit kosten. Wie viel ist etwas? Naja, wenn ich genug Holz habe, ich sag mal, mit einem Gehilfen 4 Wochen, mit etwas mehr in 3 Wochen. Das ist inakzeptabel. Schau, was du in 3 Stunden hinkriegst. In 3 Stunden? Entweder das, oder wir laufen sofort aus. Kapitän, ich habe da eine Idee. Wir könnten die Talucke hier nicht an die Arche verfüttern, sondern sie irgendwie im Maul transportieren, falls wir wieder ein Gefährt brauchen. Das Maul werden wir brauchen. Meint ihr, ich gehe noch mal etwas den Steg auf und ab. Meint ihr, wir können das Bootsdock vergrößern? Oder sie bereits so da reinkriegen? Und wir der Tower brauchen. Das war ziemlich starke. Oder Ketten. Ein Boot im Boot, ja? Ganz recht. Ich könnte sonst aus dem Holz auch etwas Neues bauen, etwas Kleineres. Etwas Wendigeres und weniger Tiefgang hat. Fest steht, so wie die Lage jetzt ist, können wir sie nicht belassen. Wir können nicht jedes Mal ein Boot kaufen oder aufbringen, wenn wir in einen Hafen müssen. Deswegen wäre das Beste, wenn wir dieses Boot jetzt nutzen, um zu eurem Schiff zurückzukehren und es dann hier im Trockendock reparieren lassen, während wir auf Fahrt sind. Das würde euren Zimmermännern auch ein wenig zu tun geben, nicht wahr, Verdeugers? Langweilig ja schon fast. Und es würde uns die Gelegenheit geben, das sprach ich gestern Abend auch noch mit Sagnan, dass wir vielleicht unsere verletzte Mannschaft paraden, Versorgung für einige Tage hier in den Zartempel bringen könnten. Was haltet ihr denn davon? Ich komm mit. Ich war schon lange nicht mehr auf See. Versauer hier in der Werft, es gibt nichts zu tun für mich. Dann schließe ich mich euch wieder an. Ich glaube, Potro wollte auch mit dabei sein, hat er gesagt. Dann lasst einfach ein paar andere Söldner hier, ich weiß nicht, 2 oder 3 oder 4. Vielleicht so Jaroslaus und Xindan. Und dann, naja, sind wir wieder mit dabei. Ich könnte das Schiff dann an Deck reparieren. Horkwam, guter Mann. Dein Tatendrang lobe ich mir. Guter Mann, machen wir so. Eda, ihr drei, Danislav, Miroslav und, verdammt, Xindan heißt du. Wollt ihr fürs Rumsitzen bezahlt werden? Schon gut, ja. Gut, dann sitzt ihr ab jetzt hier rum. Aufpassen auf Diebe und so, ja? Genau. Ei, ei, Kapitän. So einfach geht das. Wir sollten vielleicht auch Material mitnehmen, wenn ihr das Schiff wirklich auf Fahrt reparieren wollt. Es lässt sich schwerer reparieren, wenn man kein Holz dabei hat. Oh, Holz werden wir demnächst genug haben. Keine Sorge. Wenn wir einen gewissen jemand davon abhalten können, es direkt zu vernaschen. Herr Signore, wir sollten aber dieses Schiff, auch wenn es motorig ist, aber wir sollten es nicht mit Unholz reparieren, das wäre doch arg schade. Dafür sollten wir schon richtiges Holz aufbringen. Ich denke an Holz der Schiffe, die wir uns demnächst aneignen werden. Signore, ihr werdet das schon wissen. Das würde bedingen, dass du die Steuerfrau besser unter Kontrolle hast. Nun, der Vorfall vom letzten Mal soll sich nicht wiederholen. Nun, frisches Holz ist meist besser als wiederverwertetes von anderen Schiffen. Wohl wahr, aber wir können uns gestärkt in der blutigen See. Nun, eure Entscheidung. Ich habe euch ein Schiff gebracht. Was ihr damit tut, ist eure Entscheidung. Also gut, brechen wir auf. Brechen wir auf. Verdarius, nehmt ihr das Steuer? Als Potro dann nach und nach auf das Deck tritt, also er ist irgendwie einer der Letzten, bricht unter seinem gewaltigen Gewicht ein Teil der Planke raus.
Und das andere Teil, was er nachgibt und nach oben schnellt, jagt ihm direkt in die Magenkuhle, sodass er dann erst einmal auf dem Boden zusammenbricht und sich seine Magenkuhle halten muss. Ihr solltet abnehmen. Was auch immer in eurem Bauch ist, irgendetwas will da hinein. Das erinnert mich, als ich damals den Harpunal in den Bauch bekommen habe. Und so vieles andere. Also gut, es geht wieder los. Eines Tages fangt ihr mal irgendetwas, das euch umbringt. Frühmorgens am 26. Zar, also 1,5 Tage später, kommt ihr nach langer Reise auf der blutigen See, ist es nicht wirklich, dem Rand von Kuntium, nördlicher Ausläufer, wieder in Richtung des Deltas und könnt dann nach kurzer Suche den richtigen Zweig finden, sodass ihr die hier versteckte Arche wiederfindet. Und wir wechseln auf die Gezeitenspur. Sagt mal, euer Gnaden, wenn ihr hier seid, wem habt ihr das Kommando übertragen? Eurer Knappin, sie hatte das Schwert doch schon einmal in Händen. Es scheppert einmal laut, als Jalan sich vor den Helm schlägt. Kurze Beschreibung einmal für Kiaras von der Gezeitenspinne. Was sieht er? Selbstverständlich auch für den Rondrianer Ahmad Chadar al-Bakr ibn Nasiredi. Ja, was sehen Sie? Beschreibt doch mal bitte euer eigenes Schiff. Es ist ein gewaltiges Monstrum. Es ist rund 80 Schritt lang. Wahrscheinlich das größte Schiff, was ihr jemals gesehen habt. Oder hoffentlich. Nur andere Archen sind größer. Es hat so etwas wie dünne, hölzerne Türme an den Seiten. 8 Stück könnt ihr zählen oder 4 auf einer Seite und ihr vermutet 4 weitere auf der anderen Seite, die sich tatsächlich als Beine entpuppen werden. Denn diese Arche gleicht, wenn sie diese hölzernen Gerüste nutzt, einer Spinne. Das Oberdeck hat weitere Aufbauten und im hinteren Teil erstreckt sich so etwas wie ein riesiger Baumstumpf nach oben. Das ganze Holz, was man hier sieht und was an vielen Stellen einfach wie Wurzeln nach außen dringt, hat eine etwas unnatürliche Farbe, die nicht nur an dem Unwasser, nicht nur vom Unwasser herrührt, in dem dieses Schiff normalerweise fährt. Das ist Unholz. Auf der ersten Etage im Oberdeck könnt ihr dann auch nicht mehr nur Gezweige sehen, die hier rauswachsen, sondern auch tatsächlich so etwas wie riesige Hörner. 4 an der Anzahl. Weiter vorne auf dem Deck seht ihr dann noch einen Aufbau mit natürlichem Holz, der hier scheinbar hinzugefügt wurde, sowie das ganze Oberdeck beladen mit unterschiedlichsten Geschützen. Vorne am Schiff befindet sich etwas, man kann es nicht anders bezeichnen, etwas, was aussieht wie ein Maul. Mit weiteren Ästen, die so aussehen, als könnten sie nicht nur Sachen packen, sondern auch in ihr Inneres ziehen. Ja, man merkt, dass Ahmad wie bei einem Reflex sofort zu seinem Rondra-Kamm greift. Diesen so fest drückt, dass man schon die weißen Knöchel seiner Hand sehen kann und dann leise ein Gebet vor sich her murmelt. Ich pfeife beeindruckt. Ein nettes Boot. Ha, warte erstmal, bis du sie im Einsatz erlebst. Das gute Ding, wenn es nun so etwas wie einen Sprint einlegt. Kein Schiff kann ihm entkommen. Senora Ahmad, warum betet ihr denn leise zu Rondra? Ihr seid eine merkwürdige Gestalt. Er schaut dann zu Ugdan, schaut ihn finster an und meint, und ihr seid eine Gestalt, jemanden, der euch in ein Stück Holz verwandelt hat, schützt, der dies vielleicht noch mit anderen Leuten tut.
Ihr seid ehrlose Abschaum. Vielleicht hätte er sein Dasein als Galionsflügel genossen. Senior, das ist der Humor, der mir gefällt. Das ist alanfanischer Humor. Und ich kann über mich selber lachen. Mit euch ist also nicht gut Kirschen essen. Ja, ich vermisse ja Ragnar jetzt schon. Ja. Doch, nun verstehe ich zumindest die ganze Aufregung hinter euren geflüsterten Worten. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Hilal bleibt nah bei mir. Ja, Herr. Als Ahmad mit seinen gewaltigen Stiefeln das Unterdeck betritt, hier wo die Tür eingelassen wurde von Ephadaios, knistert das einmal mit ein paar Funkenschieben auf, die dann aber nach dem zweiten Schritt auch nicht mehr auftauchen. Ein kurzes Gewöhnen des Geweihten an die Arche. Ja, Ahmad würde dann auch nochmal mit der Hand über dieses Unholz streichen. Du merkst, wie sich das Holz unter deinen Fingern wegzieht und dann aber auch nur einen halben Zentimeter, als ob es leben würde, dann aber auch wieder an der Stelle bleibt, wo es sein soll. Pass auf, manchmal schnappt sie. Ahmad sieht ein wenig verachtenswert auf dieses Holz. Ach, aber göttliche Leuen, wohin soll mich mein Weg führen? Und geht dann weiteren Schrittes einfach nach vorne. Und schaut, wo der Weg ihn hinführen wird. Möchte Jalan die Führung übernehmen? Natürlich. Ahmad, da geht es zum Frachtraum, wenn ihr die Treppe hinuntersteigt. Ah, okay. Wir müssen hier lang nach oben. Alles klar. Kiaras scheint bei dem Ganzen zwar sehr selbstbewusst zu sein und versucht sich nicht anmerken zu lassen, aber man sieht durchaus seine Augen schnellen so ein bisschen hin und her und er versucht so alles aufzunehmen. Kurze Frage, ihr möchtet jetzt also euer neuer Schiff, möchtet ihr dann hier hinhaben? Ja, schon cool, oder? Ist das richtig? Also ich finde, dass die Idee ist super. Zurzeit hattet ihr noch nie wirklich Verwendung für das ganze Unterdeck, aber Drecklöcher kommen dann weg und dann könntet ihr das hier eben einlagern und als Schiff im Schiff. Ja, wir müssen halt den Mast umlegen. Ich finde die Idee ziemlich geil. Geht, ja. Er kann einfach nur sich aber darum kümmern, glaube ich. Genau, also, dann machen wir so einen kleinen Truppendocker. Super. Muss ich mir so einen Flugzeugträger mit eigenem U-Boot. Ich muss gerade überlegen. Ja, genau, dann hier auf der Oberseite, guck mal auf dem zweiten Deck, da habt ihr ja noch so ein bisschen Platz. Ich würde aber sagen, ihr knickt das Segel leicht an, das kann man ja dann rausheben und dann kann man innerhalb von, ja, ich sag mal, eine halbe Stunde und wenn es schnell gehen soll, eine Viertelstunde, kann man dann dieses Schiff fertig machen. Also ja, Segel wieder aufstellen. Wenn man hier im Flaschenzug installiert, kann man sogar direkt in den Frachtraum hinein und hinausladen. Richtig, genau. Oh, das ist eine super Idee. Dann macht man hier ein paar Flaschenzüge rein und dann kann man hier auch noch irgendwelche Rotzen verladen von eurer einen Arche vom Oberdeck, kann man die dann eben hier runter transportieren. Das ist eine super Idee. Ja, dann habt ihr euer Schiff im Schiff. Das heißt, für den normalen Einsatz, wenn ihr dann von auf normale 12 göttliche Lande übersetzen wolltet, habt ihr dann ein normales Schiff. Und sehr viele Kopfschmerzen sparen. Perfekt. Gut, hey, die Treppe geht's hoch. Am besten nur drei auf einmal. Ich weiß nicht, ob die Arche noch... Naja, geht einfach. Jetzt hoch in den Raum, wenn ihr... Jalan stockt kurz, schaut zur mittlerweile ja durch Unholz versiegelten Eingang zur Pforte des Gauns in Niederhöllen, was auch immer wir nun im Hinterdeck haben. Bildet den Kopf. Wenn ihr hier durchgeht, sind die Mannschaftsquartiere und die Messe. Da gehen wir gleich hin. Machen uns jetzt erst auf den Weg ins Oberdeck. Jetzt weiter die Treppe hoch. Ja, oh. Ich muss gerade mal gucken. Die ganzen Söldner würden dann wie selbstverständlich auch wieder ihre Position da einnehmen, wo sie hingehören. Sodass ihr dann nur noch mit... Ja... die Helden, Potro und Pockwurm, gucken sich das natürlich an, die Führung, weil sie das auch noch nicht gesehen haben, würden dann aber irgendwann sich ja dann automatisch wieder von euch trennen, nachdem sie alles erfahren haben. Und dann könntet ihr nur noch Kiaras und Ahmad dann. Oh, geht's erstmal aufs Hauptdeck aus, also Treppe hoch.
Hier rechts ist das Kartenzimmer und hier links noch einige Offiziersquartiere. Hier draußen ist das große Hauptdeck. Ihr seht, es ist sehr offen, fällt nicht von der Seite runter. Wo ist denn... sehe ich Myria oder einen der Söldneroffiziere? Ja, Myria wirst du auf den ersten Blick hier nicht sehen. Die Söldner haben aber wohl ihre Position so ja, angetreten, wie das eben sein muss. Und das läuft alles. Oberleutnant, wo ist meine Knappin? Sie hat sich noch nicht bei mir abgemeldet, Herr, aber ich vermute, sie wird wohl oben sein, bei den beiden Schwestern. Sehr wohl, weitermachen. Gut. Vorne hinter dem Geschützturm ist noch das Kanonendeck, das könnt ihr euch hinterher, jetzt gerade mit Blick zu Kairas, könnt ihr euch hinterher in Ruhe ansehen und ihr euch vielleicht gar nicht, dann mit Blick zu Ahmad. Ja, das würdet ihr einfach nur zur Kenntnis nehmen. Borgwurm und den Patro werden an dieser Stelle entlassen. Gut, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil des ganzen Schiffes. Dann geht's die Treppe hoch. Dahin, wo Alphadarius uns vermutlich am liebsten gar nicht haben möchte. Lasst euch nicht einschüchtern, Karas. Nun, ich versuche es. Oh, ich blicke mir noch alles sehr aufmerksam an. Hier oben kommen wir nun da, wo die Arche gesteuert wird. Ich steige die Treppe hoch, blicke erstmal in den Raum hinein. Wen sehe ich? Ja, direkt in dem Brückenturm kannst du ein paar Schülerinnen aus der Halle des Quecksilbers sehen, also 4 Stück. Die haben sich da wohl gerade auf das Bärenfell gesetzt und studieren und lesen. Von oben kommen aber Gespräche, also da unterhält sich wohl irgendjemand mit irgendjemand anderem und du erkennst wohl, dass es wohl Myria ist. Geh ich doch direkt hoch. Mhm. Ja, Myria sitzt da gerade im Schneidersitz auf dem Thron von Ephadaios, hat den wohl so ein bisschen zurechtgerückt und unterhält sich da gerade mit Magistra Kohlrab und Piraeniane. Naja, und so hat Jalan sein Auge verloren. Ich rufe erstmal laut in den Raum. Befehlshabender Offizier! Bericht! Anwesend, alles gut. Steht sie auf? Salutiert sie? Nö. Ich hin, stell mich nochmal vor sie. Salutiere nochmal. Das geht besser! Warum? Ich bin doch gerade der Kapitän. Der Kapitän ist an Bord, also benimm dich entsprechend. Hey, du kannst doch erstmal von mir salutieren, bevor ich dir dann die Befehlsgewalt wieder übergebe. Ach, Myria, der Befehl. Ich blicke nochmal an die Hand an meinem Kopf. Das tue ich gerade. Okay, dann, ja, sie legt ihre Hand an den Kopf und macht so eine sehr schnippische Salut, ohne sich zu erheben. Wegtreten, danke.